Herzlich willkommen im Klangloft. Wieder mal ein Video von uns. Diesmal habe ich etwas Unkonventionelles gesucht. Ich hatte vor, einen sehr tollen English Acoustic 41C Röhrenverstärker mit dem Blumenhofer FS3 Genuin zu benutzen. Hab da was so ein bisschen, ja, die Vorstellung gehabt, ich will Fernbedienung haben, ich will über Fernbedienung Quellen umschalten können und so ein bisschen auch modernes Streaming, DAB, was auch immer. Hab dann mal hier rumgeschaut, was wir so alles haben. Warum guckst du mich so komisch an? Oh, ich höre dir gerne zu. Hoffentlich hören die mir auch gerne zu. Ja, das werden wir sehen. Und hab dann mal so ein bisschen rumgeschaut und fand ein ganz brandneues Produkt von Sonoro, was eigentlich, nicht nur eigentlich, was genau auf das passt, was ich gesucht habe. Hatte aber so ein bisschen die Zweifel, dass das, ja, für das, was ich hier vorhabe, so ein bisschen preisklassenmäßig und qualitätsmäßig vielleicht nicht passend sein könnte. Habe also den Sonoro Maestro Quantum rausgezogen, der interessanterweise All-in-One ist. Du kannst Lautsprecher direkt dran anstöpseln. Er hat einen Pre-Out, also das heißt einen Vorverstärkerausgang. Das heißt, du kannst eine Endstufe dran stöpseln. Und dann hat er so viel Zeug, was er sowieso noch mitbringt, von DAB über CD, über FM-Radio bis hin zu allen Streaming-Diensten und sogar noch eine integrierte Phono. Und dann habe ich das einfach mal angestöpselt, gehört. Das hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, da machen wir mal ein Video von. Jetzt könnte wieder alle sagen, der Typ, der Michael vom Klangloft, der hat einen Knall, 2000 Euro. Hast du gesagt, ich habe einen Knall? Das hast du da gerade genickt? Das sagen die anderen nur. Das sage ich nie. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich habe einen Knall, 2000 Euro All-in-One mit einem 11.000 Euro Endstufe, mit einer 10.000 Euro Lautsprecher und dann noch ein bisschen mehr dran. Das erzählt uns der Claudius dann gleich. Aber das funktioniert so gut. Und dieser Vorverstärker-Trakt auch im Sonoro ist eigentlich viel zu gut für die Preisklasse, muss man fast sagen. Und was der dann sowieso noch alles mitbringt und dann auch noch im coolen Design und in weiß, schwarz, was auch immer, dachten wir, das dürfen wir euch nicht vorenthalten. Das führen wir euch auch vor, auch wieder mit tollen Platten. Und ja, es sind lauter, so muss man schon sagen, Lieblingskomponenten von mir. Also der 41C ist wirklich ganz tolles englisches Verstärkerchen. Die Blumenhofer Lautsprecher. Ich bin auch Fan von Thomas Blumenhofer. Claudius erzählt vielleicht gleich ein bisschen was davon. Thomas ist seit 40 Jahren dabei und einer der Horn-Lautsprecher-Konstrukteure der letzten 40 Jahre, würde ich sagen. Und ganz toller Typ, eigene Schreinerei, Familienbetrieb. Geilsten Furniere, fantastische Verarbeitung. Das mir geht es sonst andersrum, dass du immer quatschst und ich Quatsch nur doof daneben sitze. Weißt du, ich bin sehr entspannt und höre dir gebannt zu, weil du nein, sehr, deswegen sehr viele machst du ja auch die interessante Dinge sagst. Du darfst gleich mehr Details erzählen. Und Thomas ist einfach ein leidenschaftlicher Horn-Lautsprecherhersteller und Konstrukteur. Genuin FS3 ist einer seiner bestverkauften Lautsprecher weltweit und er ist wirklich weltweit in zig Ländern vertreten. Und wir sind sehr froh, dass wir Blumenhofer im Großraum München machen und wir einen guten Kontakt zum Thomas haben, der auch ab und zu unseren Hörabenden kommt. So, so viel zur Einleitung heute. Ich quatsch heute mal irgendwie ein bisschen mehr am Anfang. Ja. Jetzt kann dieser komische Düdeldü mal reden. Auch von mir herzlich willkommen. Die Anlage hat ja der Michael schon in groben Zügen dargestellt und auch erklärt und gesagt, was wir da gemacht haben, beziehungsweise was ihn da geritten hat, diese Kombination aufzubauen, die, wie er schon sagte, ziemlich cool daherkommt. Ich gebe jetzt mal zwei, drei Informationen zu den verwendeten Gerätschaften und des Lautsprechers und des Zubehörs. Also beginnen Sonoro Quantum All-in-One, CD-Spieler. Digitales Radio DAB Plus, UKW-Radio mit drin, Internetradio mit drin. Das heißt, ich kann aus aller Welt in Musik hören. Zusätzlich können wir sämtliche Streaming-Dienste, Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, verwenden, nutzen.
entweder direkt aus der jeweiligen App raus oder auch über das Sonoro, über die Sonoro-Oberfläche. Wir haben Anschlüsse auch für den TV mit einem HDMI-Dock hinten drauf. Das heißt, wir können auch noch bei Bedarf den Fernsehton darüber schießen. Gesteuert wird das Ganze über drei Optionen. Ich habe eine App, ich habe eine Fernbedienung, was ich persönlich sehr, sehr sympathisch finde. Muss ich immer mein blödes Handy da in der Hand halten. Über diese Fernbedienung, kann ich auch die Runengeschichte weitersteuern, also Titel vorwärts, rückwärts, laut, leise machen. Also ein Verstärker mit drin, mit einem Hypex-Modul, macht knapp 110 Watt an 8 Ohm. Also ich habe auch die Option, sehr, sagen wir mal, schwierigere Lautsprecher damit in Verbindung zu bringen, Wirkungsgrad schwache Lautsprecher damit in Verbindung zu bringen. Er hat eine Dirac-Einmessung, er hat vorgefertigte Equalizer für Sonoro-Lautsprecher. Müsste man mal ausprobieren, wie er sich bei anderen Lautsprechern verhält. Aber man sieht, alles dran, alles drin, was ich brauche, um einen relativ einfachen, klanglich sehr, sehr guten Start in die HiFi-Welt hinzulegen. Sogar Rune-ready. Hat einen Rune-Endpoint. Ja, Rune-Endpoint. Also, hatte ich das vergessen? Chromecast, allen Käse. Ist AirPlay irre. 2, Bluetooth, schieß mich tot. Irre, ja. USB hinten ran, raus, was auch immer. Also man sieht, er kann so ziemlich alles. Und jetzt kommt eigentlich das Schöne daran, das sehe ich gerade so aus der Entfernung, ein Kopfhörer darf ich auch noch andocken. Das heißt, meine Lebensgefährte, möchte im Fernsehen gucken, stöpsel ich meinen Kopfhörer vorne rein und kann weiterhin Musik hören. Perfekt. Also hier haben wir definitiv eine Maschine, ich will sie mal eierlegende Wollmilchsau nennen. Mhm. Passt. Mhm. So, jetzt kommen wir ins Spiel. Wir haben natürlich immer so komische Ideen und wollen dann auch mal nicht ganz alltägliche Kombinationen ausprobieren. Also das haben wir getan hier mit der C41, Röhrenendstufe. Das ist eine kleine Besonderheit. Also die Optik kennen wir, oder die Älteren unter uns kennen die ja schon, Leak. Die Stereo 20 zum Beispiel ist so eine optische Vorgabe, die sich da sehr schön wiederholt. Allerdings hier in die Moderne überführt. Wir haben eine EL506 Endstufenröhre drin, die hier Push-Pull arbeitet. Eine sehr lineare Schaltung, handgewickelte Ausgangsübertragung, leistet 2x30 Watt pro Kanal. Kann also auch mal mit einem etwas schwierigeren Lautsprecher wunderbar zusammenspielen. Das Lustige an der Maschine ist, sie hat... Also sie ist faktisch nicht zerstörbar, weil sobald ich die bewege oder Temperatur oder irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren, geht das Ding sofort in die Protection. Lässt sich dann auch erst wieder nach Reset neu starten, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Das heißt, wir haben, wenn wir sie auch mal im Schränkchen stehen haben und jetzt zu warm wird, geht sie einfach aus. Klasse Konzept. Optisch, wie ich finde, wow. Und jetzt kommt das Schöne dran, in jeder erdenklichen Farbe zu bekommen. Also in dem Fall, man darf es nicht sagen, aber es sieht aus wie British Grün. Racing Green. Ein bekanntes es Grün. Es sieht so aus wie British Racing Green. Das heißt nicht, dass es das ist, aber es sieht so aus. So, ja. Das zur Endstufe. Da ich ja eigentlich auf solche Dinge stehe, muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin, um es mit einem Traineraussprich, der ja ein bisschen komisch daherkommt, schockverliebt bin ich gerade in diese Maschine, weil sie sowohl klanglich, von der Haptik, von der Verarbeitung einfach nur wow dasteht. Den kleineren Bruder hatten wir ja vorgestellt schon, das ist die C21, die dann einfach ein bisschen weniger Leistung macht, aber in die gleiche Richtung geht. Der Lautsprecher. Blumhofer hat der Michael ja schon ein paar Sachen zugesagt. Thomas ist wirklich einer der, wie Sie sagen, für mich einer der Horn-Lautsprecher-Entwickler mit enormem Fachwissen, mit enormem Background. Man sieht es ja auch daran, dass er
Entwicklungen macht, die sowohl für den Heimgebrauch funktionieren, als auch Kinos, Professional-Einrichtungen und auch ganz gezielt auf den Hörraum abgestimmte Hornkonstruktionen mit Einbindung, was weiß ich nicht, der Wände und sonstigen Dingen. Also enorme Kompetenz dahinter. Und die FS3, das ist eigentlich so mein Lieblingsding von ihm, weil es ist ein Hornlautsprecher mit den klassischen und schönen Hornattributen. Allerdings kann er auch die Herren und Damen ansprechen, die eher dann so ein bisschen aus der Mehrwegler-Fraktion kommen, mit einer wahnsinnig schönen Auflösung, einer sehr geschmeidigen, präzisen, erdigen Basswiedergabe. Also es ist da so ein Twitter, würde ich es mal nennen. Tolles Teil. Frequenzweiche so aufgebaut, dass ich auch mit einer kleinen Röhre dran komme, inklusive einer Impedanzkorrektur bzw. Linearisierung, so ist besser formuliert, dass das für eine kleine, auch single-ended Röhre null Probleme darstellt. Wirkungsgrad liegt irgendwo bei 93, 94 dB, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also jenseits von Gut und Böse. Die Oberflächen, meine sieht aus wie ein Kamel von vorne. Also ich habe so ein kleines Kamelbildchen vorne drauf. Er macht sich da einfach sehr, sehr viele Gedanken über die Oberflächen in der Anordnung der Furnierbilder und, und. Und man kann mit ihm darüber sprechen, wie man das gerne haben möchte. Quelle zusätzlich, die wir angeschlossen haben, sehen wir hinten in der Mitte oder hinter dem Sonoro stehen, ist besser formuliert, ein Dr. Feigert. Valore, habe ich jetzt richtig gesagt? Ich glaube schon, ja. Oder heißt der Volare? Nee, Valore. Hier mit einem leider nicht mehr erhältlichen Jelko-Arm und einem Gold Note Vasari Gold MM-Tonabnehmersystem drauf. Da wir, wie wir vorhin erzählt haben, vom Sonoro einen MM-Phono-Eingang besitzen. Können wir also direkt draufstöpseln. Drunter, Entschuldigung, halb verdeckt, ein Isotec-Stromfilter, der uns in unserer Umgebung, wir sind mitten im Industriegebiet, haben ein Rechenzentrum, mehrere also Hotels und. Berühmt-berüchtigtes Rechenzentrum kann man, wenn man weiß, hinten sehen. Es wurde gebaut praktisch für Wirecard, wurde dann nie in Betrieb genommen von Wirecard, sondern von anderen Banken. Wir sind hier in dem berühmt-berüchtigten Gewerbegebiet, wo Wirecard früher mal war. Übrigens ist der Sonoro gerade in PowerSafe gegangen, nur damit du dich nachher nicht wunderst. Also wir haben, wie gesagt, eine Isotec-Maschine da hinten stehen. Genau. Das ist die neueste Generation V5. VS5 heißt das Ding, wenn ich es richtig im Kopf habe. Funktioniert in dieser Kombination erstaunlich gut, macht das, was es machen soll, filtert mir die Störungen aus dem Stromnetz raus, dass ich wirklich eine sehr luftige und präzise Wiedergabe erreiche, feinste Auflösung. Ohne Dynamikeinbrüche, ja. Was man ja den Filtern oftmals unterstellt. Dann haben wir Kabel von David Laboga. Hier nehme ich immer meinen Liebling Level 3 fertig. Sag ich. Genau. David Laboga Kabel solltet ihr mal ausprobieren. Wenn Interesse daran besteht, schreibt uns einfach an oder ruft uns an. Dann können wir euch auch dementsprechende Testpakete zur Verfügung stellen. Genau. Ja. Was ich noch erzählen wollte, ist zu dieser 41C von English Acoustics kommt jetzt gerade ein neuer Vorverstärker, ja. Der ganz ähnliche Optik, nicht ganz, aber ähnlich Optik und ist so ein richtig so ein kleiner Altar, der auch eine integrierte Phono hat mit Fernbedienung. Da werden wir in einem der nächsten Videos werden wir da mal ein Video machen, wo wir nur eine English Acoustics Kette machen mit einem schönen Lautsprecher dazu. Ankündigung wird demnächst kommen. Und ich würde sagen, du kannst anfangen, was aufzulegen. Ich würde euch bitten, dass, wenn euch die Videos gefallen, ihr unseren Kanal abonniert, Benachrichtigungen einschaltet, damit ihr praktisch Info kriegt, oh, da gibt es ein neues Video vom Klangloft. Und das hilft uns natürlich, um diesen Kanal weiter aufzubauen. Ja. Apropos Musik, jetzt bist du dran. Ja, langsam. Wo kommt ihr her? Was ich nur sagen wollte, falls irgendwelche Fragen auftauchen, falls ihr irgendwelche Verbesserungen, Wünsche, Träume, was auch immer habt, was wir euch erfüllen können,
setzt euch einfach in den Kommentaren mit uns in Verbindung oder schreibt uns einfach direkt an, dass wir euch da vielleicht die eine oder andere zusätzliche Information zu unseren Sachen, die wir so vorstellen, geben können. So, Musik ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Beim letzten Mal war dann der Kommentar, warum spielst du kein Rammstein? Tja. Allgemeinverträglichkeit, würde ich da mal sagen. Nö. Nein, und Lizenzrechte. Lizenzrechte sind eigentlich immer, deswegen ist es für uns natürlich immer so ein ganz klein bisschen schwierig, die Musikwünsche, Träume, Vorstellungen umzusetzen. Heute spiele ich wieder von unseren holländischen Freunden Nettie und Fritz de Witt, SDS Recording, eine Platte, die ein bisschen fixer geht. Ich gehe da mal hin. So. Und zwar... Ist den Sonoro wieder einschalten auch. Ja, machen wir mal da an, so. Harbour Jazz Band live on the XFE Premium Audio Show. Und hier eine Gershwin-Komposition, Somebody Loves Me. Zip. So, jetzt sieht man dann das Cover gleich und ich arbeite mich hier so durch. Ja. Na, das geht doch. Oh. Mal nur gucken hier, dass ich die Rille treffe. So. So, gucken wir mal. Können wir schon langsam ausblenden, oder? Oh, machen wir mal. Also für eine Live-Aufnahme, ich gehe mal davon aus, ich weiß es zwar jetzt nicht hundertprozentig, aber ich gehe mal davon aus, dass Fritz de Witt die live aufgenommen hat, damals auf der Show. Tolle Räumlichkeit, die Dynamik des Hochtonhornes. Es geht richtig schick vorwärts. Im Bassbereich schnell, knackig, trocken. Also wow. Macht richtig. Ich mach Bock, ne? Kann man durchaus. Red du jetzt, ich höre jetzt Musik. Nee. So. Also nee. Es ist vor allem schön luftig alles und räumlich und es macht richtig Laune, ja. Cool. Definitiv. Ziemlich cooler Stoff, ey. Ja. Wollen wir noch ein bisschen hören? Oder ja, sagen? Klar, nee, mach mal was an. Klar. Logisch. Jupp. Andere Platte, wenn wir haben. Platte, ja, ich mach eine andere Platte. Komm, ja, lass mal so laufen. Oder eine CD reinstopfen können wir auch, wenn wir wollen. Oh, CD. Wir können ja auch mal eine CD. Gibst du mir mal schnell die CDs? Schau gerade. Welche willst du? Die Einser? So, gib mir mal die Einser. Da war ein Grace Jones Stück drauf, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Frisch ausgepackt. STS Records. Genau. CD. Extended Dynamics Experience. Und hier machen wir mal ein Grace Jones Stück. Ich und CDs. Hey. Zwei. So, cool. Einfach rein mit dem Ding und er verschwindet, schaltet automatisch auf die CD-Wiedergabe um. Jetzt müssen wir mal schnell schauen. Titel 1 und ich will aber Titel 2. Mhm.
Ja, dann. Ha! Ob ich jetzt den richtigen Titel erwischt, weiß ich nicht. Macht nichts. Der ist nicht schlecht. This is Rio de Janeiro, and you forget about my name. I just know I should never have arrived here. Cool. It is whatever you heard and born. It is not too much, it's not enough. When you lose your mind, Titel 3 habe ich, ja. Fehler. The hate of love. Oh, cool. Wahnsinn, wie die Musik einen umhüllt. Yeah. Cool. Cool. Hier übrigens Dieter Meier, ein bisschen, Yellow. Ein bisschen leiser machen, wenn du redest, glaube ich, sonst hört man dich wahrscheinlich nicht. Es ist absolut genial, wenn ich immer wieder berücksichtige, ich habe hier wirklich eine All-in-One-Maschine stehen, die wir jetzt hier als Quelle nutzen, wie schön, wie flüssig die ganze Geschichte hier raus aus den Lautsprechern tönt, die Musik einen so richtig schön mitnimmt und umhüllt und einpackt, ohne irgendwelche Details zu verlieren. Klar, bei einer elektronischen Musik ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, von Details zu sprechen, weil keiner war bei der Aufnahme bei. Aber Dieter Meier macht das jetzt hier gerade, weil es ist ein Dieter Meier, der hier gerade singt. Ziemlich cool und es macht richtig Spaß, gerade hier ein bisschen Gas zu geben. Mach mal ein bisschen lauter jetzt. Nochmal? Ja, bitte. Mach doch zwei Sachen. Was denn, ich? Jo, geh mal in die Bar, mach mir mal bitte eine Pina Colada, weil die Musik macht mir gerade so richtig. Nö. Yeah. Nö, wir müssen heute noch was arbeiten, so geht Ach, das nicht. Komm, ist ja schon fast Wochenende jetzt. Also ist auf jeden Fall echt cool. Was ich auch nochmal bezüglich Musik und Musikabend ankündigen möchte, ist, dass wir am 8. März hier den Sondermusikabend mit Torrenz haben, wo der Gunther Kürten live selber dabei sein wird. Und wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch an, schickt eine E-Mail. 8. März, Freitagabend, Torrenzabend mit Gunther Kürten. Haben wir noch was wir ankündigen wollen irgendwie oder erzählen wollen? Es gibt einen Termin, den sollten sich die ein oder anderen vielleicht vormerken. High-End im Mai. Hier in München, unsere Hausmesse. Yippie, endlich muss ich nicht 10 Stunden durch die Lande fahren. Du darfst nicht zu viel erzählen? Nein, ich sag noch gar nichts. Ich sag nur den Termin, bitte vormerken. Also ihr findet uns in Friedrich 111. Punkt. Das ist die Raumnummer. Friedrich 111. So viel dazu schon mal. Da sind wir auf jeden Fall Vollgas dabei. Kann man nicht anders sagen. Nö, passt. Ja, willst du noch ein Stück auflegen oder sind wir für heute schon mal durch? Nö, ich würde jetzt gerne Kaffee trinken. Kaffee trinken, okay. Die Musik ist wie immer verfügbar, kann man online bestellen oder auch bei uns anfragen. Wir verkaufen die oder wie auch immer. Wenn ihr Fragen habt zu den Produkten, ruft uns an, am liebsten persönlich, kommt vorbei, wenn ihr könnt. Und sonst, liebt es, Musik zu hören, genießt es. Zelebriert es und ja, bis bald. Bis bald, habt einen schönen Tag.
hört viel Musik, keep cool. Macht's gut, ciao.